Ich zeige euch, wie man richtig einen RAM einsetzt. Ich habe hier 2x2 Gramm und den werde ich heute in den A1-Slot einsetzen und in den B1-Slot. Warum ich das in A1 und B2 einsetze, ist einfach so, weil der einen Dual-Core hat. Der hat einen Dual-Core-Prozessor und deswegen wird er auf beiden Seiten gleich viel belastet. Den RAM kann man nur einseitig einsetzen, am besten packt man nicht an den Pins hier unten an. Und den kann man nur einseitig einsetzen, weil er ein bisschen weiter links eine Einkerbung hat und die werden wir auch so einsetzen. Wir setzen den RAM auf einer Seite an, in meinem Fall setze ich den jetzt unten an. So. So setze ich den RAM jetzt ein. Drücke ihn nach unten und setze ihn auf der anderen Seite auch noch an. Der RAM sollte mal gleichmäßig in den Schlitz reindrücken, bis diese zwei weißen Hebel sich nach unten klappen. So. Da habe ich das bei der weiteren RAMs auch noch gemacht, die locker waren. Und wir setzen den zweiten 2 GB RAM ein. Unten ansetzen. Nach unten reindrücken. Oben einsetzen. Und feste gleichmäßig drücken. So, da hat man auch schon Klicken gehört. Und das war's, wie man den RAM einsetzt. Nun haben wir 4 GB RAM eingebaut. Und ich hoffe, es hat euch weitergeholfen.